Hat eine ganze Stunde gedauert, bis ich wieder rein. Ich habe was für dich besorgt. Und wieso? Ich habe dir ein Bärchen geholt. Wieso? Damit du nicht immer allein bist, damit du kuscheln kannst. Oh, wie süß. Und Röschen für dich. Oh, Otto, bitte. Ja. Frisch geholt aus der Wiese, Rosenwiese. Dankeschön. Bitteschön. Ja, pass gut auf den Bären, wa? Aber sowas von werde ich gut auf ihn aufpassen. Er geht direkt in meine Tasche, mit denen niemand polen kann. Und wie soll der Bär heißen? Der heißt Schnuffi. Schnuffi. Oh, schöner Name. Ja, schön. Ich danke dir. Gerne, gerne. Ja, das wollte ich nur gesagt haben, ne? Das ist lieb von dir. Bitte, bitte. Jetzt kann ich immer kuscheln, bin ich alleine. Kannst du ihn auch Otto nennen, den Bären? Dann heißt er Otto Schnuffi. Otto Schnuffi, ja, super. Danke. Ja, super. Dann denkst du immer an mich, weißt du? Ach so. Also, soll das gerade an Flirten sein? Weiß nicht, wovon du redest. Ein bisschen vielleicht? Mhm. Du weißt aber, dass wir drüber geredet haben, Otto? Ja, was soll ich machen? Du bist mega total heiß, ey. Du bist echt eine Granate. Das ist echt süß von dir. Was soll ich machen? Ich kann dich nicht widerstehen. Also müsstest du aber tatsächlich. Was machen wir denn dagegen? Was sollen wir dagegen machen? Freundschaft. Was hältst du denn davon? Beste Freundschaft, gute Freundschaft. Wie viel Freundschaft? Kopf gegeben. Otto! Wo ist denn James denn jetzt hin? Das ist das Büro. Ey! Ich hab paar Otto. Das war's, Digga. Oh mein Gott. Warum leckerst du so kacke? James, kannst du mich abholen? Ich bin da, wenn ich hier reinfahren soll. Du bist jetzt böse auf mich. Ich schwöre, Sam ist schuld, Digga. Was tut mir leid? Alter, was denn? Ich kann das nicht mehr. Was ist los? Kann mich jemand abholen? Kurz, schnell. Ja, wo bist du? James, kümmere dich bitte drum. Wo bist du, Otto? Hol Taxi. Otto ist links neben mir am Büro. Alles gut, ich mach schon. Ja, James.
Das mach ich gleich. Der ist so blöd, mich zu finden. Otto, steig ein. Was ist los? Ich hab mir eine Rose Otto, gegeben. Dich. Was ist los? Ich hab mir eine Rose und ein Bärchen gegeben. Da hab ich gesagt, ja. Ich find sie mega heiß, sie ist eine Granate. Ja. Dann hat sie gesagt, was können wir dagegen machen? Hat sie gesagt, nur Freundschaft. Was soll das bedeuten? Dass sie nichts möchte? Die hat mir einen Korb gegeben. Und meint sie das ernst? Ja. Okay, Otto, pass auf. Lass uns kurz reden. Ja. Ich weiß einfach, ich weiß jetzt schon, dass es demnächst richtig Feuer geben wird, ja? Dass es demnächst richtig eskalieren wird. Also meinst du jetzt mit allen? Von dem, was alles so passiert ist. Meinst du mit allen jetzt? Nee, nicht mit allen, so. Alicia, Pablo, Stella, du, ich. Meinst du es generell jetzt? Es wird auf jeden Fall richtig Stress geben. Was da abgeht momentan? Nee, also, komm, also. Ich meine, es ist ja alles schön und gut, wie das so ist hier, ne? Aber vielen wird's nicht passen, ne? Bruder, ich kann nicht in Ruhe Pommes machen hier. Hä? Ich kann nicht in Ruhe Pommes machen hier. Ey, alles gut, das passt schon so, wie es ist hier. Nur ich kann dir sagen, dass es auf jeden Fall, spätestens... Das wird nicht mehr allzu lang dauern. Ich würde sagen, so spätestens 2-3 Tagen wird es richtig knallen, ja. Mit wem denn? Wird es richtig scheppern. Ach, Ansage. Otto. Nee, Otto. Was denn? Die Liebe, ja. Mein, du weißt ja selber. Es ist nicht so einfach. Man kann sich nicht entscheiden, wo das Herz hin möchte. Bist du verliebt? Und mein, du bist ja auch verliebt, Otto. Ja. Nur von dieser Frau, in die du verliebt bist. Sie hat Hoffnungen. Ich bin, als ich vorhin mit ihr weggefahren bin, hat sie mir eine Rose gegeben. Und hat gesagt, sie meint's ernst mit mir. Sie möchte mit mir was Ernstes. Wer? Otto, beruhig dich. Beruhig dich. Stella. Ist nicht dein Ernst. Sie hat vor uns mir eine Rose gegeben, hat gesagt, sie meint es ernst mit mir, sie möchte mit mir was Ernstes. Das ist nicht dein Und Ernst. Ich habe gesagt, ich werde es mir überlegen. Das ist nicht aber dein ich Ernst. Ich habe tatsächlich kein Interesse daran, Otto. Hast die Rose aber angenommen? Die Rose lag am Boden. Eh nicht. Ja, doch. Ich durchsuche dich jetzt. Sie hat mir auf den Boden geschmissen. Und ich habe natürlich die Rose aufgehoben, ne? Ne, ich hätte die Rose nicht aufgehoben. Du hast sie aufgehoben. Shepard's bei dir. Ja, stimmt eigentlich. Stimmt's. Hast du recht. Damit gestehst du ihre Liebe. Nein. Ich habe ihr aber von Anfang an gesagt, ich muss mir das überlegen und werde dann auf sie zukommen. Weil ich, kann Otto, ich kann dir mit allem Gewissen sagen, dass ich nichts möchte. Warum macht sie mir dann Hoffnung? Dass ich mit... Ich weiß es nicht. Ich hab sie vorhin drauf angesprochen und hab gesagt, Otto, Sam und ich. Warum sie das denn mit uns macht. Ja. Und dann sagt sie, sie möchte nur mit mir was Ernstes. Ist sie beknackt im Kopf oder was? Und brech im Lattenzaun. Was sage ich denn jetzt zu ihr, wenn ich zu ihr sage, Otto, ich möchte wirklich nicht. Also, ich habe leider kein Interesse. Ja, dann sag das doch vorher, dass du kein Interesse hast. Ich habe jetzt alles umsonst gemacht. Kamera habe ich geholt. Ich wollte sie fesseln. Ich wollte schön Porno drehen. Kannst du ja immer noch. Nee. Meinst du, ist ja nicht in festen Händen. Ja, toll. Du hast Rose angenommen. Dann gestehst du ihre Liebe. Geht jetzt Hoffnung. Okay, pass auf. Otto, für dich. Weißt du, was ich für dich machen würde? Ja.
Ich würde für dich jetzt zu Stella gehen. Und du kannst dich verstecken. Und gehst am besten aus der Gruppe raus, dass man dich nicht sieht, ob dass du da bist. Und würde ihr tatsächlich die Rose auf den Boden schmeißen und sagen, ich habe kein Interesse an dir. Ja, das machst du jetzt nur wegen meines Erachtens. Jetzt ist vorher um dein Herzen rein Herzen Nein, nein, machen nein, müssen. aber ich schwöre dir auf unsere Kollegschaft, dass ich nichts von ihr möchte. Ich habe andere Ziele. Aber hast du vorher nicht Bescheid gegeben? Was sagst du? Du hättest doch vorher Bescheid geben können, dass sie da war und was sie so gemacht hat. Das war tatsächlich erst am Feld, als dann Pablo dann gesagt hat, wir die letzten Pflanzen. Dann werde ich immer darauf fragen, mal, ne? Was das soll. Bin ich stinksauer. Ja, kann ich dich verstehen, aber Ich schätze spiele es mit an unseren mir, dass Gefühlen. ich dich auf jeden Fall, dass ich dir es erzähle. Das lasse ich nicht mit mir sitzen. Ich lasse mit meinen Gefühlen nicht spielen. Keine Frau spielt meine Gefühle. Ich habe so oft schon Gefühle verletzt worden, weißt du? Sollen wir mit ihr ein Gespräch machen? Ja, das bringt nichts mehr. Soll ich ihr die. Also ich würde ihr heute noch sagen, dass ich kein Interesse habe. Hast du ja sowieso nicht gehabt. Nee, ich möchte nicht. Ich habe kein Interesse. Das ist einfach nicht mein Ding. Ja, aber die macht es so, wie ich es möchte. Und das möchte ich auch nicht. Und das ist halt Kacke. Die hat mit dir Gefühle gespielt, mit Sam, mit mir. Wann ist Endbesprechung? Wir sind kein Bermuda-Dreieck, weißt du, was ich meine? Ja, Heute ist aber jetzt Freizeit. ich möchte nicht, dass ich mache das jetzt nicht, weil ich denke, dass du das so möchtest, sondern weil ich nicht möchte. Ich möchte nichts mit Stella. Möchte aber, habe aber zu ihr gesagt, ich überlege mir das, um mit dir vorher drüber zu reden. Ja, aber du wirst schon Weil ich meine auch Antwort weiß, kennen, wie deine Gefühle gekannt. sind. Du hast doch schon meine Antwort schon längst gekannt, oder? Nee, ich weiß ja deine Antwort nicht. Das hätte ja auch sein können, dass Stella uns quasi in den Rücken fällt und zu dir auch dann sagt ja. Verstehst Ach du? so. So Okay. wie wir das ganze Zeit ja das Gefühl haben, dass sie alle drei möchte. Ja, wer weiß. Verstehst du? Und deswegen habe ich gewartet. Dann geh rein, Körper, mir ist es egal. Also ich möchte nichts von ihr. Also sagst vielleicht, du hast auf ihn gerade gesagt, vielleicht. Nein, nein, ich möchte nichts. Ja, ich finde gut, dass du mit mir vorher geredet hast, aber das ist echt, das macht einen schon aus, ne? Ich sag mal so, ich meine, wer weiß denn, ob Stella nicht hinterrück was anderes plant? Das weiß ich ja auch nicht. Deswegen habe ich nicht von Anfang an gesagt, nein, ich möchte nicht, sondern möchte erst mit dir drüber reden, weil ich das Gespräch abwarten wollte, weil ich ja weiß, dass du das sowas geplant hast. Wollte ich das jetzt abwarten, weil wer hätte sie zu dir ja gesagt und zu mir hätte sie dann so gesagt und sie möchte mich unbedingt, ja, dann hätten wir sie ins Licht geführt. Verstehst du? Ich werde sie sowieso hinterm Licht führen, wenn es nicht so wäre, doch so wäre, ne? Das ist, das kriege ich schon hin. Oder kriegen wir schon hin, ne? Sollen wir denn Marcella hierher holen? Ja. Ich würde jetzt tatsächlich die Rose hinschmeißen, würde sagen, ich habe leider kein Interesse. Oder was heißt leider? Ich habe kein Interesse an dir. Und dann würde ich sie tatsächlich, würde ich sie, ja, weiß nicht. Ich meine, sie ist ja immer noch eine Kollegin von uns, ja. Ja, lass Ich würde mal. sie tatsächlich einfach hier stehen lassen, ja. Wie? Einfach wegfahren. Nicht dein Ernst. Die Arme steht einfach so allein. Ich kann immer ohne Scheiße. Digga, Oh das ist Mann. weh am Kopf, ehrlich. Also wir können sie tatsächlich auch gar nicht hier stehen lassen, ja? Also Ich wollte eigentlich fest und dann. Können wir auch. fesseln, meinst du? Da können wir die bitte verlassen, Familie, wo? Glaube ich. Dann hat sie keinen Bock mehr. Ich glaube auch. Dann Aber hat sie. wollen wir das? Nee, nee.
Wir machen so wie weiter, wir haben nicht geredet, fertig ist. Ich würde so sein wie jetzt. Ich gucke, was sie jetzt gleich sagt noch. Genau. Hm? Wenn sie nichts sagt, dann. Dann bestelle ich sie hier hin, ja? Ja, nee. Oder doch? Willst du mit zusammen sprechen oder willst du alleine sprechen? Ja, das Zusammensprechen dann. Einfach geh ins Büro erstmal. Also ich würde sie tatsächlich hierher holen. Hier stört uns keiner. Jetzt, wenn ins Büro jemand reinkommt, dann haben wir ein Problem. Ich habe ihr mal den Standort geschickt. Wir warten einfach mal. Otto, auch für dich werden wir noch das Perfekte finden. Glaub mir das. Das ist vielleicht nicht das Richtige. So. Ich werde dich jetzt aufnehmen für Jawohl, Sam. Richtig. Ja. Jawohl. Was es für eine Drecksau ist. Richtig, richtig. Was ihr denn für Spiele spielt mit uns? Sam, guck das mal an. Grüß dich, Sam. Hier ist Otto. Hier spricht Otto und James. Was Stella für Spielchen spielt, wirst du jetzt gleich sehen. Uns die, drei wollte sie haben. Die verdammte... Und ihnen spielt sie was vor. Boah, Sam, wenn du ihn nicht gekannt hättest, ich hätte sie abgestochen. Was ich mit ihr angestellt hätte, möchtest du gar nicht wissen. Das ist so eine Drecksau. Schweinehund. Moment, ich rufe einmal Stella an. Bleib ruhig mit der Kamera drauf. Jawohl, komm sofort hier hin. Schlampe, du. Wenn ich im Hals kriege, da kommt sie. Ich dreh sie um. Oh, da sind noch mehr dabei. Oh mein Gott. Was kommt denn jetzt noch da? Wer kommt denn noch da? Oh, es kommt die ganze Family hin, oder was? James. Maske auf, Waffe raus. Stella, was genau ist das für eine Aufgabe? Sag den anderen, die sollen sofort wegfahren. Fahrt bitte weg. Was machen wir für eine Scheiße? Stella. Stella. Ja. Ja. Hier sehen wir tatsächlich Stella stehen. Das Ganze nee, ist ein Bot, das ist halt. Wird ein kleiner Film. Gonja Kalodes. Stella, erzähl doch mal. Was soll ich erzählen? Wer ist dir wichtig? Die Familie Wer ist, dir ist wichtig? Mir wichtig. Ja, ja. Mit wem möchtest du deine Zeit verbringen? Wieso fragst du mich das jetzt? Das sind ein paar generelle Fragen. Für den kleinen Kurzfilm. Achso, und dann muss Otto mit dabei sein. Otto wird auch im Film mitspielen, ja? Aha. Und deswegen mit einer Waffe? Das muss tatsächlich nur gut aussehen. Das müssen wir jetzt tatsächlich alles rausschneiden, ja? Das muss gut aussehen. Ja, das ist mir relativ. Deswegen beantworte einfach nur die Frage, bitte. Geil. Ja, du. Ich. Ja, du. Was? Stella, frage ich mich. Was ist wichtig? Ich hab die Rose. Immer noch die Familie. Du hast auch gerade James gesagt. Ja, und danach James, richtig. Und hast du mir dann Hoffnung gemacht? Ich habe dir keine Hoffnung gemacht. Du hast mir das geschenkt und ich habe dir von vornherein gesagt, ich hab nur auf ein Auge. Aber was ist denn die letzten eineinhalb Wochen? Die letzten eineinhalb Wochen habe ich dir auch vor uns schon gesagt, dass wir das Gefühl haben, dass du nicht nur Auge auf einen hast, sondern auf drei. Das kann ja gar nicht sein, weil du bist genauso, ne? Was ich war darf auf das. Dem Feld? Was war mit Alicia? Ich darf das. Ach so. Boah.
Ist denn da was dran? Nein. Also ist es tatsächlich auch nur Spaß, sagst du? Na, ich habe zu Otto gesagt, ich möchte nur Freundschaft. Dass er mir freundschaftlich... Sag die Wahrheit, tritt ruhig, sag die Wahrheit. Ja, es ist die Wahrheit. Otto. Ich kacke gleich im Stuhl hier. Stella. Ja. Müssen wir hier durchdrehen? Nö. Müssen wir ausrasten? Nö. Müssen wir uns hier kurz vergessen? Weißt du, dann auch im Lachen das einfach so? Hm. Ja, keine Ahnung. Steh auf. Steh auf. Die Arme, Digga. So. Dann werde ich das auf jeden Fall reinschneiden. Bezüglich die ganzen Flirts auch vorher gewesen war. Richtig, die ganzen Anspielungen. Und das Ganze. Ja, Stella. Mach das mal. Ihr Stella. Das schon. Nein, Stella, ich möchte dir noch was sagen. Euch ganz viel Spaß, ne? Stella, ich möchte dir noch was sagen. Justin, holst du mich bitte ab? Stella, ich möchte dir noch was sagen. Nimm es. Und fress es. Drecksau. Hast du das noch auf dem Film mit drauf? Ja, hab ich noch, ja. Hab ich noch. In meiner The Gash Game. Digga, jetzt ist die auch noch OO. Digga, nee, Digga, ich kann das nicht mehr, Bruder. Jetzt, ich sag doch, die drehen durch. Du kannst sowas nicht mit, ich darf, man kann sowas mit denen nicht machen, glaube ich. Ich schwöre. Ey, nicht. Aber ohne Scheiß, das ist mein Ding. Das feier ich und fühl ich so das hart. Das ist doch ja? Geil gewesen, oder nicht? Ja. Das war auch geil, oder nicht? Aber vielleicht, wir müssen abwarten. Vielleicht ist es wirklich nur hier. Und jetzt eskaliert es quasi das Ganze. Ja, wir wollen jetzt eben Rot treffen und gucken, was sie dazu sagt. Ist ja ein Meeting. Da kann sie ihre Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe jetzt alles auch für Sam. Werde ich ihnen das auch nochmal geben, die Materialien, ne? Wenn er kommt. Ja. Genau, guck mal, da kann der was dazu sagen. Für mich ist die Sache dann abgeschlossen, ne? Moment, lass mich mal kurz was machen. Bruder, geht sie schlafen. Nicht. Justin, bist du im Funk? Ah. Kommst du bitte mal nochmal zurück? Gleich. Ey, Bro, die ist wirklich jetzt, ne? OOC jetzt. Also, wenn du das nicht, ich hab schon mal gesagt, ich scheiß da drauf. Wenn das jemand so macht, dann hat er hier nichts zu suchen. Bruder, Schauspielerei, weißt du, was ich meine? Auf dem Weg. Ich sag dir ehrlich, Otto, wenn das Ganze nicht funktioniert, mit einzelnen Leuten, weil sie das nicht verstehen oder weil sie das RP nicht mitmachen. Es kann noch viel Schlimmeres gewesen sein. Verstehen. Es kann sogar noch viel schlimmer sein eigentlich, ne? Es geht doch noch viel schlimmere Sachen. Ja. Ja. Und es wäre auch irgendwann so gekommen. Weil jetzt, wenn wir jetzt kurz offen sprechen, davon weißt du IC nichts. Ich und Alicia haben uns geküsst, haben uns geknutscht. Und alles. Ja, ja. Ja. Und weißt du, wie das eskalieren würde? Warum ist Bruder, das nicht dringend? Dann ist vorbei, Bruder. Ich weiß, was du meinst. Es wird richtig durchdrehen. Gib mir ein paar Minuten. Aber guck mal, alle sagen auch, die sind alle deine Meinung, Bruder. Alle. Warum denn nicht? Also ich verstehe das nicht. Ich auch nicht, Bruder. Das ist doch einfach nur RP. Die sollen sich mal alle mal ein bisschen entspannen. Ansonsten, sage ich dir ehrlich, ich bin so weit, dass ich sage, ich mache die Fam zu. Ist mir scheißegal. Ja, ja, wenn ich das nicht machen kann und weißt du, das ist mir alles völlig wurscht, ich mach diesen Kindergarten nicht mit. Ich kann nicht verstehen, Bruder, vollkommen. Ja. Gut, wir sind wieder hier. Justin, ich möchte mal kurz mit dir sprechen. Allein oder? Emil, komm mal kurz mit. Ja, alleine. Bruder, ich schwöre, was ist hier los, Bruder? Jetzt mal ehrlich. Ja. Es bahnt sich gerade irgendwas aus hier. Das ist halt schwierig gerade. Ich hab's gemerkt. Wir wollen ein bisschen Pommes machen, weißt du, so ein bisschen. Weiß man, die muss ein Pablo bisschen hat Waffen dabei. Weißt du, ich verstehe es, was ich meine? Ja. Genau. Was habt ihr vor? Scheiße. Habe ich gerade Waffen gehört?
Nicht, dass da was geplant ist. Da wäre ich auch meine Kamera wieder raus, und das ist ja Action. So, Emi, du bist gleich dabei. Alarm für bei Otto und bei James. Es wird gleich wahrscheinlich Schießerei geben. Was sagen Sie dazu, Emil? Ist tatsächlich ziemlich angespannt, gerade die Situation. Haben Sie eine Waffe dabei? Ja, habe ich. Um unser Dir zu schützen? Um unser Chef zu schützen? Ja, habe ich. Sehr gut. Sind Sie dann bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen? Tatsächlich. Das ist sehr gut. Das wird, glaube ich, gleich scheppern hier. Kommen die jetzt oder was? Also kommen die jetzt zurück? Ja, Bruder. Was? 18 plus sogar, Junge. Ich glaube schon, ja. Die Ping sogar, siehst du das? Oh Mann. Die kommt vom Berg, glaube ich. Ja, safe. Also, ich habe ihm Bescheid gesagt, es wird gleich. Glaubst du, Otto, es wird gleich eskalieren? Ja, die kommen auf den Berg hier hoch. Ich habe es ein Befürchtnis, dass oben Was? Vom Berg kommen hier oben. Vom Berg hier oben. Okay, halt die Kamera auf, Justin. Justin, was sagst du zu dieser ganzen Situation? Wie bitte? Der Arme. Du bist hier mitten im Film. Alles, was du Falsches sagst, müssen wir leider rausschneiden. Deswegen sag uns, was hältst du zu der ganzen Situation jetzt momentan? Ich mach einfach den klassischen Muffi, die Schweiz und halt mich doch aus. Mache ich kein böses Blut, weder auf der einen Partei noch bei der anderen. Die Schweiz. Also kein Kommentar in dem Fall. Okay. Starke Worte, das kann man ist tatsächlich ganz in Ordnung. Ja. Nur ja, jetzt ist nur die Frage, wenn jetzt natürlich unsere eigenen Leute auf uns schießen, dann wird die ganze Sache ein bisschen eskalieren. Was sagst du denn da dazu? Ja, das wiederum wäre natürlich was anderes. Was würdest du denn tun? Das ist eine gute Frage. Also ich in dem Fall sehe ich das natürlich so, dass ich meinen Hauptleader, sage ich mal, schütze. Ja. Und halt versuche, das zu schlechten, bevor irgendwie irgendwas Schlimmeres bei rumkommt. Also tatsächlich musst du da nicht lange überlegen, ja? Sagst du? Jo. Oha. Okay, warte. Jetzt geht's ab. Jetzt. Ich schwör's nicht. Also, das, Ich glaube, es ist auch nichts. Mal Linsen. Ja. Alex, hin hoch, das knallt. Hey. Halt den Film drauf, Otto, halt den Film drauf. So geil. Alex. Ja. Dann nimm die Hände runter. Das müssen wir so tatsächlich rausschneiden, ja? Wir nehmen hier gerade einen Film auf. Ja, eigentlich schon. So, okay. Das soll einfach nur ein bisschen böse aussehen. So, Alex, hast du denn die ganze Situation jetzt gerade mitbekommen? Nein. Tatsächlich kriege ich jetzt gerade eine Nachricht. Lass mich kurz vor die Kamera. Ich lese sie dir vor. Bruder, das muss ich so hoch klicken, Bruder, so klicken, Bruder, muss ich YouTube reinmachen, Bruder. Ihr braucht euch ab jetzt nicht mehr streiten. Ich werde gehen. Viel Glück euch noch. Das, Otto, was sagst du dazu? Das ist, ja gut, das... Verständlich, ne, auch. Warum streiten wir eigentlich? Wir streiten uns doch gar nicht. Nee, wir machen doch hier nur einen Film. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, die Situation gerade. Da verstehe ich auch die SMS gerade nicht. Jetzt ist die Frage, wie sollen wir uns verhalten? Sollen wir uns die schnappen? Zur Rede stellen, würde ich sagen. Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen sanft ausgedrückt. Ich würde sie mir tatsächlich schnappen. So, Moment, ich habe noch eine Nachricht bekommen. Haltest ja. du drauf? Ja. Ich habe die ganze Kacke nicht umsonst geplant. Wieso sollte ich andere Hoffnung machen? Aber gut.
Das hat sie jetzt geschrieben, nein. Ja, Geplant. hat sie. Du hast das Sie vorhin hat es gesagt tatsächlich schon sogar. geplant. Nein. Das war alles geplant. Was denn das geht? Aber so hat sie sich nicht verhalten, als das geplant war. Nee. Dann gehen wir mit der Schwefel versenken, würde ich sagen. Dann müssen wir uns tatsächlich einmal schnappen, ja? Das geht so nicht. Ich frage, ich weiß nicht, ob es unfassbar leise ist. Na gut, Film aus. Warum haben wir denn die Waffen aus in die Herrschaft? Hallo, hallo. So, jetzt ist die ganze Frage, Jungs. Natürlich muss ich euch jetzt damit reinnehmen, weil es tatsächlich jetzt sehr gefährlich werden könnte. Ich kann nur so viel sagen, dass ich jetzt gerade eine Nachricht von Stella bekommen habe, dass sie jetzt raus ist. Tatsächlich weiß ich nicht warum, ja. Das kann ich euch tatsächlich gar nicht sagen, ja. Die ist noch im Spiel dran, die ist noch im Also im Spiel drin. Endeffekt haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Die ist noch im Spiel drin. Entweder sie verlässt selber. Oder wir müssen eine Entscheidung treffen. Oha. Die wir natürlich alle nicht gerne treffen wollen. Aber ich Wissen. verstehe nicht, wie man die ganze Sache so falsch verstehen kann. Was sagt ihr dazu? Frage, nächste Frage. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen loco. Loco in meinem Kopf. Ich bin verrückt. Ich bin in einem anderen Planeten gefühlt, fühle ich mich gerade. Stella, bist du im Funk? Ich komme gleich, geh kurz zum Lager, brauche eine Weste. Noch ja. Kannst du denn Stella, nochmal du bist zurückkommen im zum Funk. Ich Sprechen? habe eine Frage. Nein, kann ich nicht. Was hast du? Der Film geht aber weiter. Das tut mir Ja, dann spiel mal deinen leid. Film. Eine Sekunde. Der Film geht aber auch. Ich hab dir eine Weste hingelegt. James Onko, hallo? Das hat mich jetzt gekillt, Digga. Jo, grüß Scheiße. dich. Ja, wir treffen uns dort. Ich fahr kurz hin, dann schicke ich den Stand, oder? Alles klar, bis gleich. Hier hat jemand Interesse vom Haus. Wir müssen kurz die ganzen Ja, Filme absprechen. da ist Hauptsache, gerade das Haus noch. geht weg. Genau. Es hat tatsächlich jemand Interesse fürs Haus. Otto? Ja. Könntest du mich aufs Observatorium abholen? Können wir Stella, ach, Marisa abholen? Jo, markier. Das Observatorium da oben? Ja. Observatorium, wo ist das? Ich kann die Abholung machen, dann kannst du zum Haus, James. Hast du gehört? Ja, machen wir so. Ich danke dir. Ich hole ab, ja? Kommt ihr dann zum Haus? Jo, zum Alten, ne? Yes. Bin auf dem Weg, alles klar. Okay. Stella, wo treffen? Aber dass sie jetzt nicht verlassen möchte, Hol das mich soll. einfach am Fernmannwesen ab. Den Rest sehen wir dann. Jo, ich komm Oh, Fernmannwesen. die soll mir meinen Schwanz blasen, Alter. Was ist das denn? Die ist viel zu traurig, da müssen wir ein bisschen mal durchblasen. Mein, was ist denn los hier? Ja, Lisa. Du kannst reden. Also Otto hockt mit dem Auto, ja? Nee, nee. Alisa, ich bin stinksauer, wenn du das hörst. Okay. Ja. Ja, du kannst ihn tatsächlich, ich würde dich, du kannst uns tatsächlich annehmen, weil du weißt ja, wie was wir besprochen haben. Verstehst du? Alles klar. Machen wir so. Bis dann. So eine geile Sau. So. Schnapp sie dir, Tiger. So, aber Stella, ich schwör's dir, ich hau sie raus. Mir scheißegal. Mir ist es wurscht, wenn da mit jemandem nicht zurechtkommt, dann ist mir alles scheißegal. Was ist das denn hier schon wieder? Was ist denn hier los? Danny Don, das ist dann Danny, die Familie. Die sind Maschinen, sind die, sind echt gut.
bin im Anwesen, wo bist du? Hinten im Garten. Ja, was mit denen? Fahren wir gleich zu Stella kurz zu gucken. Ah ja, ich komm mit. Ja. Lass uns erst das Haus verkaufen. Otto! Otto! So, ich höre euch ja von Weitem, dass es der Danny Otto. Ist. Na? Ja. Wie geht's dir? Was geht ab? Wie läuft's bei euch? Alles bestens. Alles bestens. Haben vorhin ein Bündnis gemacht in einer anderen Familie. Jetzt läuft's ein bisschen mit bergauf Sky? Hier. Nee, bergauf hier läuft's hier, ne? Bei uns Katastrophe. Warum? Ach. Korb bekommen von Mädchen. Spielen unsere Gefühlen. Ja. Kein Bock mehr. Wollen sie knebeln, fesseln jetzt? Da geht's jetzt alleine raus. Ja. Habe ich also aufgenommen auf meiner Kamera, dass sie im Gefühl spielt. Ja. Bin stinks.